Spenglerhaus ist in erster Linie für Theologen, das heißt Leute, die einmal ins Pfarramt gehen wollen. In zweiter Linie ist es auch für Lehrer, Lehrerinnen. Und dann haben wir eine dritte Gruppe. Und das sind dann andere Studienrichtungen wie Mediziner, Psychologen oder auch Juristen können hier sein. Wir haben 5 Hauslehrer hier angestellt und von denen hat jeder sein eigenes Fachgebiet. Und das ist immer ganz besonders spannend, bei denen in den Seminaren zu sein, weil man einfach auch viel persönlichere Fragen noch stellen kann, die einen unter den Nägeln brennen, was an der Uni eben vielleicht nicht so geschehen kann. Das ist ein besonderer Ort, wo man Lehrer kennt, die was vermitteln können, auch von ihrer Person her, nicht nur von dem, was sie inhaltlich bringen, sondern auch, wo was rüberkommt von ihrer persönlichen Christusbeziehung. Wir haben jeden Tag diese 100 Leute um uns rum, die genauso ticken wie wir, die genauso begeistert sind von Jesus. Und ich glaube, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Deutschland. Das Schönste, was ich über das Spenglerhaus sagen kann, ist, dass hier Studenten wohnen, die Jesus lieb haben. Und dass diese jungen Leute motiviert sind, dass sie ein Anliegen haben für die Kirche, für das Reich Gottes, für die Welt, für die Menschen. Und das ist der eigentliche Schatz des Spenglerhauses. So viel Liebe und so viel Nachfolgewillen, so viele tolle Ideen auf einem Haufen, das ist fast schon verrückt. Wir haben Studierende hier, die die Gemeinde lieben. Also die machen ihre Aufgabe nicht als Job. Die gehen nicht in die Kirche, um in erster Linie um Karriere zu machen. Also mich begeistert, wenn ich sehe, wie unsere Bengel draußen im Land sind, mit großer Leidenschaft Gemeinde aufbauen, ein Herz haben für die Menschen, ein Herz haben für das Evangelium und dass Gemeinden anfangen zu blühen und so die Kirche neu wird. Das ist so meine große Vision, Leidenschaft, weshalb ich auch diese Arbeit sehr gerne tue.